Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, in dieser Folge wollte ich mir jetzt erstmal etwas warten und etwas ausprobieren. Ich weiß noch nicht genau, was es genau ist. Also, ich meine, ob es funktioniert, meine ich. Und da ist schon wieder die Firewall. Nein, ich will kein Java-Update machen, noch nicht zumindest. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung, aber musste sein. Ich werde jetzt schauen, ob ich etwas Bone Meal habe. Und dann wollte ich schon immer etwas mal ausprobieren und ich habe es eigentlich nie gemacht. Und es scheint so, als hätten wir null Bone Meal. Ist hier vielleicht? Nein. Ja, dann kann ich vergessen. Ich wollte ausprobieren, ob ich vielleicht etwas Bone Meal auf Küken, also Babyhühner bzw. Babykühe machen kann. Also streuen kann. Eventuell hätte es ja passieren können, dass sie groß wachsen. Und da schon wieder das Lied von Zelda, das einige Leute schon echt auf den Sack geht. Ich glaube, es ist ein bisschen zu laut. Letztens habe ich eine Warnung bekommen, also nicht Warnung, sondern eine Mitteilung bekommen, dass das einige Lieder von Two Steps from Hell, die ich ja auch in einer Playlist nutze, nicht so, also von einem Drittanbietern, so steht das da immer, sind quasi, also dass ich das nicht benutzen dürfte eigentlich, aber da muss ich irgendetwas bestätigen, so dass ich dann doch wieder benutzen darf. So, jetzt habe ich mal die Eier etwas tiefer. Ja, es ist im Wasser. Wenn es jetzt rauskommt, bin ich wütend. So, jetzt müssen die Viecher nur noch wachsen. Dann stelle ich mich irgendwann hier rein und hole mir die Eier raus. Und was machst du schon wieder hier? Das machst du nur auf dieser Welt. Ich könnte ein paar Tiere schlachten, aber erstmal fütter ich die noch. Yay! So, fresst ihr. Kühe, fresst ihr lieben Kühe. Ihr sollt schön groß werden. Obwohl ihr alle gleich groß seid und alle auf einmal wachst. Was ich, oder wächst oder wachst. Was ich schon ein bisschen eigenartig finde, ne? Wow, wow, wow! Zu. So. So, wird schon richtiges Wirtschaftswunder und ich werde mal eben die Musik etwas leiser stellen, denn irgendwie scheint die echt laut zu sein. So. Wir sind ja jetzt schon richtige Bauer hier. Ich hoffe, ihr hört die Musik noch, wenn nicht, ist das ja nicht schlimm, ich rede ja. Und ich höre sie, das heißt, ich fühle mich nicht so bemitleidet. Ja, so kann man sagen. Sie ist ja auch wichtig für mich, damit ich nicht kurze Zeit dann so gar nichts mache. Also nicht rede, nichts. Ja, sieht doch schon schön aus hier unser Feld, ne? Jetzt gehe ich mal eben noch das andere Feld abernten. Und dann haben wir erstmal wieder genug Weizen. Yay! So. Warum ist da ein Eier? Genau, da habe ich ja letztens mal hingebaut. So, das dauert ja nicht lange, machen wir dann mal eben. Diese Melodie erinnert mich irgendwie immer an Fußball auf Sat 1. Immer kommt diese Musik vorher. Also nicht diese, sondern ähnliche, finde ich. Das mag ich irgendwie, ich mag das. Ich weiß gar nicht, wie dieses Lied heißt. Ich weiß gar nicht, wie die meisten Lieder hier heißen. Irgendwie Fire Nation und sowas. Total Avatar-mäßig. Ja, ich kenne Avatar. Und ich meine die Kinderserie, die ein bisschen kindisch logischerweise ist. So. Jetzt haben wir wieder genug Weizen. Lecker Brot können wir uns machen, ne? Aber brauchen wir jetzt nicht. Wir füttern lieber damit die Kühe. Wenn wir die Kühe gefüttert haben, können wir damit Hunde machen. Und wenn wir Hunde gemacht haben, können wir leichter jagen gehen. Und für uns verteidigen. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aus diesem Grund, wir machen es nur, weil wir Spaß dran haben. Weil wir so kleine Sadisten sind. Und Spaß dran haben, die Kühe zu töten. Ich rede hier gerade von dem, was ich vorhabe, aber mache es nicht. Gehe ich mal eben in den Keller. Ich bin nämlich ein kleines Kellerkind. Nehme ich das Leder mit und baue mir gleich direkt mal eine Rüstung. Dann lege ich die ganzen wertvollen Sachen ab und gehe gleich in die Höhle, aber dann mit Zombies. Was mache ich denn? Also das Holz lege ich mal weg. Hoppala. Holz kommt dahin. Brauche ich nicht.
Brauche ich eventuell. Einmal brauche ich eigentlich nicht. Rohes Fleisch brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Ich sollte das erstmal braten, bevor ich das... Ah, nee, das kommt hier nicht rein. Das kommt hier auch nicht rein. Was tue ich denn hier? Oh, und das kommt hier auch gar nicht rein. Was mache ich denn? Ich bin ja völlig verpeilt hier. Nein, Steine werden das jetzt. Da kommt das hier rein. Holzachs brauchen wir nicht. Axt brauchen wir auch nicht. Ich brauche mal eben gleich noch eine Hacke. Hier tue ich noch ein paar Melonen rein. Bisschen Fleisch. Das nehme ich direkt mal mit. Logik. Apfel kann ich auch mitnehmen. Das lasse ich aber mal hier weg. So, gehe ich mal eben zu Tittertungsmaschine und krall mir etwas von dem Leder, damit ich mir eine neue Rüstung machen kann. Und dann, wir gehen nicht in eine Höhle, sondern wir graben uns etwas tiefer. Also wir graben uns rein, wie wir es schon mal gemacht haben. Oh, da. So, jetzt können wir uns erstmal eine kleine neue Rüstung bauen, weil die ist ja schon ganz schön am Arsch hier. Hopp, hopp. Hürdenläufer hier. Tut mir wirklich leid, wenn das jetzt ein bisschen laut klackert, diese Tastatur hier. Sonstiges. Was mache ich denn hier unten? Ja, wir haben ja die neue Küche, ne? Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen jetzt, weil ich war ja schon eine Zeit lang wieder nicht mehr hier online. Machen wir uns mal hier Eisenhacken. Ein paar Stück. Ein paar viele. Dann können wir uns ein Harnisch machen, so heißt das Viech, glaube ich. Ah, ne. Lederharnisch, ha. Wusste ich's doch, ich hab recht gehabt. Yippie-yay. Komplett neue Kleidung eben. Wo hat man denn das Leder, außer für Papier? Oh, der Helm, der ist schon ganz demoliert. Harnisch hatten wir, glaube ich, noch nie. Ah, die Schuhe. Nehme ich mal so mit. Die Hose lasse ich einfach mal so dran. Jetzt bin ich ein Ledermensch. Leatherman. Hahaha, irgendwann kenne ich den Namen. Leatherman. Ah, ich weiß nicht. Ich kenne den Namen irgendwoher, ich weiß es jetzt aber gar nicht woher. Ja, das hat jetzt einen Grund, dass ich den Stein mitnehme. Weil ich dann damit etwas bauen werde. Und zwar noch ein paar Schippen. Und ich habe das Holz vergessen. Da kann ich direkt mal wieder zurückwandern. Jetzt pilgern wir mal hier zurück zu unserem Keller. Nehmen ein ganz kleines bisschen Holz mit. Ich weiß, wir sollten lieber das andere Holz benutzen, aber wir nehmen jetzt das. Nehme ich mal so. Zup, zup. Chip up. Chip up. So, jetzt hatten wir, glaube ich, genug. Aber ich tue mal noch ein paar unnötige Sachen jetzt weg. Pflanzen zum Beispiel, das nimmt alles nur unser Inventarplatz weg. Samen brauchen wir eigentlich auch nicht. Gehören die hier rein? Ah, die können wir einfach mal in die Pflanzenkiste. Das brauchen wir auch nicht. Leder. Glas. Glas kommt in sonstiges. Eimer kommt in Werkzeuge. Obwohl, ich könnte Eimer mitnehmen dann. Ne? Ah, ich nehme die. Oh, da habe ich ja noch eine Steinehacke. Das ist ja simpel. Tue ich mal eine Eisen weg. Schwert haben wir. Nehme ich mal das auch noch mit. So, jetzt gehe ich mal eben dann schnell das Fleisch braten. Das Fleisch schmelzen. Wir haben ja keine Kohle dabei. Ja, tut mir leid, ich renne jetzt ganz schön häufig hin und her, aber ist ja nicht so. Was will man sonst machen in Minecraft, außer hin und her rennen, ne? Gibt es ja nicht, ne? Genau. Fleisch. Oh, hier haben wir noch Glas. 2, 3, 4 mache ich mal. Das Glas bringe ich dann eben runter, wir haben ja Zeit. Hallo. So. So. Nein, das kommt dahin. Was könnten wir noch mitnehmen? Ist ja egal. Ich würde eigentlich gerne mal ein Dual-Commentary mit einem Freund machen, aber der weigert sich ja, habe ich ja schon mal gesagt, aber ich würde gerne auch mal wissen, was ihr von einem Dual-Commentary haltet. Ja, wiederholt frage ich jetzt. Denn ich will das unbedingt mal wissen, wie ihr das so findet, wenn man Dual-Commentary macht. Oder gebt mir auch mal so, ihr könnt mir auch Tipps geben in den Kommentaren, was für Spiele ich noch Let's Playen kann.
Oh, das nenne ich Fail. Egal, sieht nice aus. Was für Spiele ich noch so let's playen kann und... Ja, meine Nase ist etwas zu, hört man jetzt. Ja, was für Spiele ich noch so let's playen kann, würde ich gerne mal wissen. Ja, weil nur Minecraft wird ja auch langweilig und Slenderman ist mir zu gruselig. Ja, das ist mir nicht so gruselig, sondern ist mir unangenehm, wenn ich dann... Nennen wir es nicht gruselig, nennen wir es einfach mal ungewohnt, alleine zu Hause zu sitzen, zu wissen, dass man verfolgt wird von so einem Pädophilen im Wald. Ja. Und ich verabschiede mich dann, die Folge ist jetzt nämlich gleich schon wieder vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, am besten wenn das Fleisch fertig ist, dann sind wir nämlich direkt bereit loszugehen. Wir machen noch hier einen Kohle rein. Ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.